Das ist ein Fall gewesen, der ist für mich nicht begreiflich. Und der Mann, der fuhr schon länger zur See und war auch älter. Wir haben bei der Süd viele Leute aus den Gilbert und Ellis Island. Also da war dann doch so Heimwehfall und so. Und da haben wir auch viele Selbstmorde miterlebt. Ich persönlich zum Glück nicht. Dies war der einzige. Das war auch der Columbus Virginia im Fahrtgebiet zwischen der Westküste Nordamerika und Australien und Neuseeland. Und da hatte ich einen Decksmann, der eigentlich sehr guten Eindruck machte, für den ich mich dann auch eingesetzt hatte, um ihn davor zu schlagen zum Matrosenlehrgang. Und er wurde auch angenommen, sollte die Reise noch zu Ende machen. Ja, wir hatten den Äquator in dem Sinne schon überquert. Es wurde ein Taifun im genehmen Sinne angesagt, der in südöstlicher Richtung auf die Fidschi-Inseln sich zubewegte. Da das aber noch Zeit war, hatte ich eben gesagt, gut, wir machen das Asado Barbecue, und die haben auch gemeinsam da gegessen. Der betreffende Decksmann, der hatte die Baden gemacht, Ausschenken und so weiter, dabei natürlich auch selber was getrunken, und dann ist er abends, obwohl ich mich schon zur Ruhe gelegt hatte, zu mir hochgekommen und wollte mit mir nochmal sprechen und gab mir irgendwelchen heiligen Bücher, weiß nicht mehr, was das war. Da habe ich gesagt, leg mal auf den Fußboden, das ist gut, und dann können wir morgen darüber sprechen. Was nachher rauskam, er war noch unten bei Matrosen, und da fing er auch an, um eben irgendwie über Religion und sonst welche Sachen, lange Haare zu sprechen und so. Und da hat das wohl Unständigkeiten gegeben. Jedenfalls am Dienstagmorgen um 4 Uhr sollte er auf Wache erscheinen, und ich wurde eben vor 4 wurde ich informiert, dass er nirgendwo zu finden ist. Und darauf sind wir zurückgedampft. Ich habe so ein Suchdiagramm denn aufgestellt mit Vertreibung durch den Strom und so. Als wir diese Position erreicht haben, haben wir dann unser Suchdiagramm abgefahren und haben ja Fischernetze gesehen und haben Fischerbogen, Glasbogen gesehen, haben Fässer gesehen, aber von dem Mann nicht. Und dann nahm eben der Winddünung und so weiter zu, wurde mehr, und dann habe ich die Suche eben abbrechen lassen und wir sind weitergefahren nach Sydney. In Sydney angekommen, kam auch die australische Polizei, da wurde die Kammer aufgemacht und es wurde die Kammer, einmal durchsucht. Dabei fanden wir ein Schmierheft und da war eine Seite rausgerissen und da stand drauf, übergebet meine Habseligkeiten meiner Mutter, meine Gedanken sind bei Gott.